In diesem Hamburger Einfamilienhaus haben Dreck, Schmutz und Staub bald keine Überlebenschance mehr. Habt ihr das schon mal gemacht? Nein, noch nie. Hier lebt Familie Heitzig auf knapp 160 Quadratmetern. Vater Sebastian, Mutter Lynn, die beiden Kinder Charlotte und Frederik und Familienhund Betty. 6 Zimmer, Garten und Keller. Viel Platz, leider auch für Staub und Schmutz. Es ist ein großes Haus, viele Zimmer. Wir sind sehr gespannt, es wird bestimmt viel Arbeit. Doch allein muss Familie Heitzig das nicht bewältigen. Putzexpertin Christiane Klimser rückt zur Unterstützung an und macht sich zuerst ein Bild der Lage. Eine Grundordnung ist vorhanden, doch die Expertin sieht auch noch Verbesserungsbedarf und erklärt ihr Hygienekonzept. Es gibt ein Farbsystem, weil wir eben die verschiedenen Keime nicht in die verschiedenen Räume tragen wollen. Eigentlich dann ganz logisch, womit ich die Toilette geputzt habe, möchte ich eigentlich nicht meinen Esstisch putzen. Ja, und deswegen gibt es ein internationales Farbsystem schon seit vielen, vielen Jahren. Und das habe ich euch im Prinzip mitgebracht. Und ihr ahnt schon, wahrscheinlich rot ist die Toilette, gelb ist der Sanitärbereich, grün ist die Küche und blau sind alle anderen Wohnräume. So wie Möbel, Türen und Heizungen. Und genau dort fängt die Expertin an. Ein Bereich, den wir ganz oft vergessen, ist der Heizkörper. Durch das viele Heizen im Winter hat sich in den Heizungen ordentlich Staub angesammelt. Habt ihr das schon mal gemacht? Nein, noch nie. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie ich da jetzt rankommen sollte. Wie Mutter Lynn geht es vermutlich vielen. Dabei braucht es nur einen Föhn und ein nasses Handtuch, um die Heizung wieder sauber zu bekommen. Und jetzt pusten wir. Und dann, ja, glaub, hat sich gelohnt. Hm? Ja. Schau mal. Mäusefamilie. Mäusefamilie eingefangen. Ja. Heizung und umliegende Bereiche danach noch mal ordentlich abwischen. Fertig. Leichter geht es bei einem anderen Heizungstyp. Alter, da ist der Klassiker, der Rippenheizkörper. Ich habe einfach hier wieder klares Wasser mit einem Spritzer. Klarspüler. Warum Klarspüler? Klarspüler hat ganz tolle Eigenschaften. Er hat einen Anteil an Zitronensäure, die eben Kalk wegnimmt. Er hat biologisch abbaubare Tenside, also Reinigungsstoffe. Und das Klassische am Klarspüler ist, dass die Oberflächenspannung vom Wasser aufgelöst wird, sodass es von alleine sozusagen trocknet. Alleine ist super hilfreich. Genau. Einfach mit dem feuchten Tuch durch die Rippen wischen. Fertig. Die Heizungen im Haus glänzen. Weiter zur nächsten versteckten Staubfalle. Das nächste, was oft vergessen wird beim Frühjahrsputz, sind nach der warmen Periode die Lampenschirme. Durch die Wärme der Lampe ziehen die einfach den Staub an und der setzt sich so fest, dass das Absaugen manchmal nicht klappt. Und dafür eignet sich hervorragend eine Mischung aus Wasser und einem kleinen Spritzer Obstessig. Denn der Essig, der desinfiziert, aber das, was am tollsten am Essig ist, erfrischt die Farbe von dem Stoff wieder auf. Obstessig bekommt man schon ab knapp 1 Euro in jedem Supermarkt. Als erstes werden die Lampenschirme mit dem feuchten Tuch abgewischt. Du siehst, dass sich so kleine Staubflusen dann zusammenbilden. Ja. Und ich nehme deswegen auch gerne den Essig. Du siehst wieder etwas, was wir sowieso im Haushalt haben. Ja. Nach Möglichkeit nicht zusätzliche Chemie. Gerade mit Kindern und Hunden im Haushalt, wir sollten da ein bisschen aufpassen. Aber Vorsicht bei der Essigwahl. Obstessig sollte nicht mit Essigessenz verwechselt werden. Jetzt geht es an das Innenleben. Glühbirnen sollten nur im kalten Zustand geputzt werden und geben danach wieder deutlich mehr Licht. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um alte Glühbirnen gegen LEDs auszutauschen. So kann Strom gespart werden. Sieht gut aus. Ja, wunderbar. Wird's wieder heller bei euch am Abend. Auf den Polstermöbeln im Wohnzimmer haben sich eklige Flecken festgesetzt. Kein Problem für unsere Expertin. Wir werden es einfach mal probieren und zwar mit Natron und Wasser. Und da muss man richtig schöne Pampe anmischen. Natron oder auch Backsoda genannt, findet man in jedem Drogeriemarkt. Die Paste mit dem blauen Schwamm einarbeiten und mindestens 1 Stunde einwirken lassen.
Diese Zeit nutzt Christiane Klimser für einen Ausflug nach draußen. Denn an die Reinigung der Rollläden denken die wenigsten. Dabei hinterlassen Schnee, Regen und Wind oft deutliche Spuren. Ekelig. Da brauchen wir jetzt große Unterstützung. Lotti, sprüh doch mal ein. Ganz feste Sprühe. Auch hier verwendet Putzexpertin Christiane Klimser wieder ihr Lieblingsmittel, den Klarspüler. Nach kurzem Einwirken mit einem Mop wieder abwischen. Und noch ein Tipp, immer umschlagen, weil wenn man dann höher putzt, dann läuft das Wasser in diese Stulpe rein und nicht in den eigenen Ärmel. Das ist klug. Ja? Handschuhe am Saum umklappen, so kommt kein Putzwasser an die Haut. Alles wieder blitzeblank. Auch der Teppich hat im Winter einiges an Schmutz abbekommen und sollte nicht nur abgesaugt, sondern mal so richtig gereinigt werden. Wir brauchen da keinen Spezialreiniger, denn ihr habt bestimmt Colorwaschmittel. Ja. Ja? Weil wir streuen das trocken über diesen Bereich rüber. Genau. Das Colorwaschmittel wird mit einem Schrubber eingearbeitet, dann ca. 60 Minuten einwirken lassen. Genug Zeit, um das Ergebnis auf dem Polsterstuhl zu checken. Haben sich die Flecken gelöst? Also ich bin doch sehr zufrieden. Alles weg, keine Flecken, keine Ränder. Wunderbar. Freut mich. Gut. Der Stuhl sieht wieder einwandfrei aus. Doch wie haben die Tipps der Expertin beim Teppich funktioniert? Zuerst muss das Colorwaschmittel wieder abgesaugt werden. Die Faser hat sich aufgerichtet wieder und es duftet frisch. Ja, auf jeden Fall, ja. Heizung, Rollläden, Stühle und Teppich sind frühlingsfit. Für heute ist die Akte Putztruppe zufrieden. Beim nächsten Mal sind dann Küche und Badezimmer dran.